Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das lang ersehnte oder das lang angekündigte Question-and-Answer-Video. Also ich habe euch gesagt, stellt mir eure Fragen, stellt mir, was ihr wollt, was ihr schon immer von mir erfahren wollt, dass wir uns ein bisschen zusammen, ja, ein bisschen besser verstehen, ein bisschen connecten können. Und das habt ihr gemacht und jetzt, ja, habe ich ziemlich viel Arbeit gehabt mit der Buchveröffentlichung, mit dem Buchtrailer, mit dem Schneiden, das habt ihr hoffentlich gesehen. Ich finde, dass er ganz gut geworden ist. Aber jetzt habe ich wieder Zeit. Und zwar starten wir gleich mal mit der ersten Frage, würde ich sagen. Also die erste Frage ist von Stefanie Steinsegel. Die fragt mir, wie alt bist du? Wo kommst du her? Haben wir sonst genug gefragt? Ich muss jetzt leider mit dem Handy filmen, deswegen kann ich mir das jetzt nicht so anschauen. Wo kommst du her? Wie war es damals im Dschungelcamp und was studierst du? Okay, fangen wir mal an. Also wie alt bin ich? Ich bin jetzt, ja, 24 Jahre. Habe letzte Woche Geburtstag gehabt, bin jetzt 24 Jahre. Komme ursprünglich aus, ja, Nähe München, also aus Bayern, und wohne jetzt momentan in Wien, weil ich dort studiere und ich studiere Sportwissenschaft. Dann die Frage, ja, wie war es damals im Dschungelcamp? Das ist eine so oft gestellte Frage, ich glaube, die habe ich schon 500 Mal beantwortet. Aber okay, ich nehme jetzt Zeit und fange jetzt mal von ganz von vorne an und erzähle mal, wie das da war. Und zwar, es hat angefangen, ja, ich war in Australien, Work and Travel. Bin da rumgereist und hab da in Brisbane eine Wohnung gehabt. Dann war ich beim Einkaufen und jetzt kein Scheiß, das ist wirklich so passiert, auch wenn es jetzt anhört wie in einem Film, aber es ist wirklich so passiert. Und zwar, ich war beim Einkaufen, bin dann rausgegangen, es war ein bisschen, ja, windiger Tag und dann liegt da so ein Zettel direkt neben dem Mülleimer. Und dann haben wir irgendwie gedacht, hey, ich weiß nicht, das stört mich voll, was eigentlich normalerweise habe ich das nie, das stört mich voll, die muss ich jetzt wegschmeißen, weil er direkt neben dem Mülleimer liegt. Okay, dann bin ich da hingegangen, habe ich aber nur kurz drauf geschaut, was draufsteht, und dann ist drauf gestanden, ja, German Native Speakers Wanted und eine E-Mail-Adresse. Dann haben wir gedacht, okay, German Native Speaker bist du ja, fotografierst du das einfach mal ab und dann schreibst du mir eine E-Mail hier, oder um was das überhaupt geht. Ja, gut. Dann war ich daheim, zwei, drei Tage später habe ich mir gedacht, okay, jetzt schreibst du wirklich mal eine E-Mail hier, hey, ich bin ein deutscher Backpacker, um was für einen Job handelt sie sich da, was brauchst du genau? Dann haben sie zurückgeschrieben, ja, sie suchen Testpersonen für die 9. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus und ob ich ihnen nicht ein paar Daten von mir geben kann, also wie alt das ich bin und ja, so in die Sachen halt. Dann habe ich mir gedacht, Alter, fuck, was ist das bitte für ein Scheiß, was ist das bitte für ein Scam? Die werden doch nicht ernsthaft per E-Mail noch Testpersonen fürs Dschungelcamp suchen. Trotzdem haben wir gedacht, okay Michael, solange du nicht irgendwelche Bankdaten oder so angeben musst, kannst du ja mal zurückschreiben, weil was sollen sie schon mit einem Namen oder was anfangen? Boah, das juckt wieder. Ja, dann habe ich zurückgeschrieben, haben wir ein bisschen so E-Mail-Verkehr gehabt und dann haben sie gesagt, ja, es hört sich ganz cool an, wir möchten die zum Casting nach Coolangatta einladen. Also für alle nicht Australier da, Brisbane ist ungefähr auf Mitte der Höhe, im Osten, auf der Ostküste, und Coolangatta ist ca. 3 Stunden entfernt, ein bisschen südlicher. 3 Stunden im Auto, wohlgemerkt. Gut, dann haben wir gedacht, okay, machst du es halt, ist bestimmt ganz cool. Und dann bin ich da hingefahren und jetzt kommt nur ja, eine ziemlich krasse Story. Und zwar, ja, habe ich da ein Auto gehabt, das Auto habe ich geschenkt bekommen, lustigerweise. Ja, es war ein mega, mega cooler Tag, so wie heute, recht sonnig und voll, voll heiß. Und ja, dann bin ich halt da auf dem Highway unterwegs gewesen mit 140, 150. War ich 5 Minuten unterwegs, ohne Scheiß, 5 Minuten. Dann fängt es am Wolkenbruch an, es fängt an zum Regnen, das war unglaublich. Ja, dann habe ich einen Scheinwerfer eingeschaltet, bla bla bla. 2 Minuten später, zack, geht der Scheinwerfer schon nicht mehr. Ich mit 140, 150 auf dem Highway unterwegs, überhaupt nichts mehr gesehen wegen der ganzen Gischt und alles. Scheinbar schon nicht mehr gegangen. Ich habe gedacht, fuck, was tust du jetzt mit mir? Was tust du jetzt? Du kannst jetzt nicht einfach mitten auf dem Highway mit 150 auf Vollbremsung hinlegen, weil da fährt sicher hinten einer rein. Okay, dann haben wir gedacht, okay, es gibt eigentlich nur eine Lösung. Und zwar, ich hau jetzt einen Blinker links und schaue, dass ich so schnell wie möglich auf den Standstreifen um mich komme. Und fahr einfach blind um mich, weil ich sehe sowieso nichts. Ja, passt, das habe ich dann gemacht. Da habe ich ganz schön einen Adrenalinstoß gekriegt, muss ich sagen. Und dann habe ich gedacht, fuck, jetzt stehst du da, es regnet wie ein Strömen, du hast kein Werkzeug nicht dabei. Der Schrammzieher ist kaputt, nein, Spaß. Der Scheinwischer ist kaputt. Ja, fuck, jetzt kommst du dann noch spät zum Casting. Optimal geil.
Ja, und 5 Minuten später hat dann jemand mit dem Motorrad angehalten, hat zum Glück ein Werkzeug dabei gehabt, dann haben wir das wieder festgezogen und hat dann passt. Okay, voll 5 Minuten weiter, strahlender Sonnenschein, Regen ist weg. Da haben wir gedacht, saugeil, saugeil. Ja, auf jeden Fall, um wieder zurück zum Dschungelcamp zu kommen. Wir haben uns da in Kulangata, das war so in so einem Hotel, hat man sich da getroffen. Dann bin ich hingekommen und ich habe vorher erwartet, irgendwie, dass da voll fett so das große RTL-Dschungelcamp-Casting, was weiß ich, irgendwie dort steht. Aber es war nix, da ist nichts da gestanden. Ich habe mir gedacht, Alter, geil. Geil, Michi, jetzt bist du 3 Stunden hergefahren, warst fast gestorben auf dem Highway. Und jetzt haben sie dich einfach verarscht. Die haben dich einfach verarscht. Aber trotzdem haben wir dann gedacht, okay, jetzt gehst du trotzdem mal rein und fragst einfach mal nach im Hotel, ob da wirklich was stattfindet. Und wenn nicht, dann blamierst du dich halt mega krass, aber mei, ist ja wurscht. Okay, dann bin ich reingegangen, voll klein, also, Entschuldigung, ich war da wegen dem Dschungelcamp-Casting. Ah ja, genau, das ist da im 3. Stock im Zimmer, so und so. Dann war ich schon mal erleichtert. Und letztendlich war es so, es waren ca. 850 Bewerber oder so da. Und 11 Stück haben es dann genommen. Ja, ich war einer unter den 11. Dann habe ich es an Weihnachten, kurz nach Weihnachten, habe ich Bescheid bekommen. Hat mich natürlich mega gefreut. Und im Endeffekt war es halt so, wir haben dasselbe getan wie die Stars dann, oder wie die Stars, sage ich jetzt mal, da die Promis da machen müssen. Also wir haben im Camp gelebt, haben Prüfungen machen müssen und alles drum und dran. Und ich muss sagen, es war eigentlich der coolste Job, den ich jemals gemacht habe, und auch eine ziemlich extrem coole Zeit. Weil es einfach das Gefühl, wenn du da im Dschungel bist, so auf der Hängematte chillst und du hast dein Lagerfeuer und dann wird es langsam dunkel und dann fangen die Geräusche vom Wald an, vom Dschungel an und dann hast du das Lagerfeuer und du schlafst langsam ein. Also das war unglaublich geil, wirklich unglaublich geil. Es war eigentlich wie so ein Abenteuerurlaub. Das hat sich auch gefühlt wie so ein Abenteuerurlaub mit Freunden. Also das war mega cool. Also wir haben uns auch, also mit den anderen 10 Leuten, die haben mich mega gut verstanden. Ich habe mich dann auch später, dann nach dem Dschungelcamp, nur mit denen in ganz Australien getroffen, weil sie an verschiedenen Orten waren. Und also ich muss sagen, es war eine hammergeile Erfahrung. Dann nächste Frage. Paco de Lucia fragt, was hältst du vom Barfußlaufen und ob ich mir überlegt habe, vielleicht so 30 Tage Barfuß-Challenge zu machen. Ich finde Barfußlaufen an sich ziemlich cool, weil das einfach voll das geile, befreiende Gefühl ist, wenn man da barfuß durch den Garten läuft oder durch den Rasen oder so. Aber du meinst wahrscheinlich barfuß im Alltag, also auch in der Stadt, egal wo man hingeht, beim Einkaufen, was weiß ich, überall barfuß hingehen. Muss ich sagen, ich habe es noch nicht drüber nachgedacht, obwohl ich es eigentlich eine ziemlich coole Aktion finde, weil ich meine, es ist ja ganz natürlich, wir sind ja barfuß auf die Wettkämpfe. Keiner hat ja irgendwelche Nike Air gehabt, wie er auf die Wettkämpfe ist, außer vielleicht der Michael Jordan. Aber ich muss sagen, schwierige Frage. Ich habe es noch nie in Erwägung gezogen. Und ich muss sagen, ich glaube, ich würde es auch nicht machen, weil irgendwie, weiß ich nicht, zu sehr Schiss hätte irgendwie, dass ich mir irgendwas eintrete oder so. Aber es wäre echt mal interessant. Vielleicht mache ich es mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen, was ihr nur so gefragt habt, weil ja die Fragen nicht alle auswendig weiß. Und jetzt gibt es einen kurzen Cut, dann geht's weiter. Ups. So, jetzt haben wir mal kurz einen Ast zuhören müssen, wo ich jetzt die Kamera aufstellen kann, weil ich draußen gemerkt habe, dass es irgendwie zu. Das Gegenlicht zu stark dagegen scheint, dass ich quasi da ein bisschen ja, dunkel ausschaue. Zu dunkel bin ich eigentlich gar nicht. Und jetzt geht es weiter mit der nächsten Frage. Ryuk Training hat mich gefragt, was machst du sonst noch für einen Sport in deiner Freizeit außer Fitness? Okay, also Krafttraining ist ja echt meine große Leidenschaft und das mache ich sehr, sehr gerne. Und außerdem bin ich sehr, sehr, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich voll sportlich bin, aber sportbegeistert. Ursprünglich komme ich aus dem Fußball. Also ich habe seit meinem 5. Lebensjahr spiele ich Fußball. Ich habe dann das Krafttraining eben für mich entdeckt. Das mache ich ergänzend dazu. Sonst spiele ich auch sehr gern irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Sportarten. Egal wo, ich laufe es auch sehr gerne. Kann man eigentlich Motorrad fahren wie Sport sein? Ich glaube schon, oder? Motorsport ist auch Sport.
Ja, aber sonst habe ich eigentlich keine speziellen Sportarten, die ich regelmäßig mache. Also ich spiele ja gerne mal Beachvolleyball oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das mache ich jetzt 3, 4 Mal in der Woche. Aber allgemein bin ich einfach sehr, sehr sportbegeistert und kann mich eigentlich für jede Sportart begeistern, bis auf Cricket. Das wird in Australien gern gespielt, aber das finde ich irgendwie saufad und langweilig. Und Golf finde ich auch saufad und langweilig. Dann die nächste Frage ist von Lauf des Lebens. Was sind meine großen oder was sind meine nächsten sportlichen Ziele? Also meine sportlichen Ziele schreibe ich mir eigentlich immer auf, wenn es das Krafttraining betrifft, schreibe ich mir immer auf mein Whiteboard auf, das kann ich vielleicht mal einblenden. Und da sind momentan die Kraftwerte, also die Kraftwertziele. Für 2017 200 Kilo Kreuzheben, 125 Kilo Bankdrücken und 160 Kilo Kniebeugen. Das ist jetzt nicht schwierig, das werde ich locker schaffen, denke ich mal. Habe ich vielleicht die Ziele ein bisschen zu niedrig gesetzt. Und ansonsten, weitere sportliche Ziele sind, ich möchte unbedingt mal beim Ironman mitlaufen. Ich glaube, in der derzeitigen Verfassung wird es schwierig. Aber so die nächsten 2, 3 Jahre möchte ich das unbedingt mal machen, weil es einfach, glaube ich, ein mega cooles Gefühl ist, wenn du einfach deinen inneren Schweinehund besiegst. Aber das ist im Prinzip ist ja das, der Ironman ist ja eigentlich nur ein Kampf gegen dich selbst, gegen deinen Kopf. Weil der Kopf sagt dann noch 40 Kilometer laufen, fuck it, ich mag nicht mehr. Oder noch 20 Kilometer laufen, hör auf, ich mag nicht, ich mag nicht. Und da ist halt dann entscheidend, dass du dann im Kopf so weit trainiert bist, dass du sagst, okay, ich beiß da durch, ich beiß da durch. Und das ist einfach eine ziemlich coole Herausforderung, die man gerne mal stellen möchte. Genauso wie Tough Mudder oder halt die Obstacle Runs da. Tough Mudder, wie heißt es nur? Spartan Race. Ja, was weiß ich, was es da noch alles gibt. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Und ansonsten sportliche Ziele. Ja, jetzt nicht irgendwie so eins, wo sie sagt, da arbeite jetzt unbedingt drauf hin. Also, na, sportliche Ziele, vielleicht, dass ich wieder aktiv Fußball spiele. Das haben wir ein bisschen aufgehört, nur Australien. Okay, eine Frage war doch nur da. Und zwar hat Steffi nur gefragt, wie ist es bei dir in der Schule gelaufen? Gut, da kann ich jetzt auch ein bisschen was erzählen, da kann ich jetzt sogar ziemlich früh erzählen. Also, es ist so, ich war nie der mega gute Schüler, weil ich einfach stinkfaul war. Ich war einfach stinkfaul. Ich bin da im Matheunterricht drin gesessen oder im Kunstunterricht und habe mir gedacht, was, wieso brauche ich das? Ich brauche das nie wieder, wieso muss ich das lernen? Also ich war da ziemlich desinteressiert und deswegen war ich ja in den Fächern nicht wirklich überragend. Anders sind Sachen, die mich interessieren, Geschichte zum Beispiel. Da war ich extrem gut, da habe ich zum Beispiel 15 Punkte im Abi gehabt. Und ich war wirklich kein einfacher Schüler, kann man sagen. Also ich war wirklich kein einfacher Schüler. Ich habe die Lehre oft zur Weißglut getrieben, weil ich einfach auch immer meine eigene Meinung gehabt habe. Das war schon immer so. Also, und ich hab mich nicht darum geschert, was andere darüber gedacht haben, wenn ich meine Meinung gesagt habe. Oder wenn ich das gemacht habe, was ich für richtig gefunden habe. Und dann war es halt einfach oft so, dass die Lehrer irgendwas, ja, zur Diskussion angeregt haben in der Klasse und die meisten meiner Klassenkameraden haben dann gesagt, ja, okay, ja, stimmt, ich bin derselben Meinung wie der Herr Lehrer. Und ich habe dann gesagt, na, Herr Lehrer, ich sehe das ganz anders. Das ist eine absolute blöde Ansicht, was Sie da haben. Das ist so und so und so. Und dann bin ich halt oft angeeckt mit den Lehrern und habe da immer Diskussionen gehabt, weil ich halt einfach immer meinen eigenen Kopf gehabt habe. Und deswegen haben wir vielleicht die Schulzeit schwieriger gemacht, als man es vielleicht machen hätte können. Aber trotzdem, ich sage das halt nur so. Ich meine, jeder hat seine eigene Meinung, jeder hat das Recht, für seine eigene Meinung einzustehen. Und jeder kann seine eigene Meinung sagen. Ganz egal, ob es den anderen passt. Der muss es nicht cool finden, aber der muss es akzeptieren. Und ja, das habe ich in der Schule eben schon gemacht. Und kann man sagen, ich war ein echt schwieriger Schüler. Also, wenn das einer von meinen ehemaligen Lehrer sieht, der glaube ich, wird sich zurückerinnert fühlen. Aber was auch ganz cool ist, ich glaube, an meiner Schule wird man sich nur an 50 Jahre an mich erinnern oder an 20. Weil ich einfach polarisiert habe, kann man sagen. Aua, das hat mir gerade. Jetzt hat mir gerade so ein Ast gebissen. Ist gar nicht geil. Auf jeden Fall.
das war's für zum Question and Answer Video. Es hat sau so Spaß gemacht irgendwie. Also können wir gerne öfters machen. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich auf beide steht, dann bin ich irgendwie viel lockerer vor der Kamera, merke ich. Und kann auch viel mehr private Sachen oder so erzählen. Also es macht echt viel Spaß. Ich hoffe, dass ich das Video ganz cool zusammenschneiden kann. Hä? Was war denn das für ein Scheiß? Auf jeden Fall hat echt Spaß gemacht. Danke für die vielen Fragen. Wenn es weitere Fragen gibt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde es alle beantworten. Und bitte verzeiht es mir, wenn es nicht so regelmäßig die Videos gibt, weil ich mache halt einfach Videos, wenn es mir Bock gibt. Wenn ich sage, hey, ich habe jetzt Bock auf ein Video, dann gehe ich raus und mache ein Video. Wenn ich sage, ah, ich habe halt so viel anders zu tun, mich freut es einfach nicht, ein Video zu machen, dann mache ich auch kein Video, weil ich finde, das merkt man dann auch im Video. Und weiß ich nicht, ich bin jetzt so der Typ, mir ist das jetzt nicht so wichtig, dass ich da 100.000 Abonnenten auf YouTube oder so habe, sondern für mich ist es einfach wichtig, dass ich Spaß habe bei dem, was ich mache, beim Spaß habe beim Videoschneiden, Spaß habe beim Video aufnehmen. Und ich glaube, dann habt ihr auch Spaß. Also wie gesagt, sagen wir, was sagen wir denn? Sagen wir, bei 10 Daumen nach oben gibt es das nächste Video. Danke fürs Zuschauen, Leute. Viel Spaß beim Training. Und habt einen mega geilen Tag. Ich bin da mitten im Wald noch. Ah ja, Leute, was ich auf jeden Fall noch vergessen habe, ist zu erwähnen, den Pulli da. Also ich möchte jetzt ein bisschen Werbung machen für einen guten Freund von mir, von meinem Bro, von Fabian Guttenberger. Vielleicht kennen es einige von euch. Weil er hat sich wirklich viel Mühe gegeben. Und zwar hat er ein eigenes Merchandise herausgebracht. Ich hoffe, man kann es sehen. Also eigene Hoodies, Never Surrender und Hustle 24/7. Also vielleicht, wenn es den einen oder anderen gefällt, ich werde es mal in die Infobox verlinken, weil ich finde, man muss es einfach honorieren und unterstützen, wenn sich jemand schon die Mühe macht und eigene Pullis entwirft. Und wie gesagt, wenn es den einen oder anderen gefällt, wäre es vielleicht ganz cool, wenn ihr ihn unterstützt. Also ihr helft damit nicht mir, ich kriege da kein Geld nicht dafür, dass ich jetzt das sage, aber er ist ein guter Freund von mir und ich finde, man sollte das einfach unterstützen. Ich finde, wenn sie Leute Mühe geben bei etwas, sollte man das eigentlich immer unterstützen. Wenn es euch nicht gefällt, dann egal, ignoriert es. Wenn es euch gefällt, schaut es mal vorbei. Also er ist echt sehr, sehr angenehm. Ich finde da die Farbe ziemlich cool. Es gibt es in verschiedenen Farben. Aber er trägt sich sehr, sehr angenehm. Ich ziehe es sehr gerne zum Motorradfahren zum Beispiel. Ja. So, jetzt war es aber. Also ganz ehrlich, wenn ich schon Werbung mache, dann kann ich aber auch wirklich für mein eigenes Buch auch Werbung machen. Das ist unten in der Beschreibung verlinkt. Welcome to Australia, Mate. Das ist quasi eine Art Australien-Reiseführer für alle, die Backpacking in Australien vorhaben oder Work and Travel. Alter, mir ist das immer voll unangenehm, wenn ich Werbung mache, aber das ist halt mein eigenes Produkt.